Tja, da bin ich wieder bei Atria. Ja, also es hat jetzt noch keiner geschrieben, ob ich weiterspielen soll oder nicht, aber ich mach's jetzt einfach. Also ich würde es sowieso jetzt weiterspielen, weil auf horse.de gibt's halt zwei Pferde, die man hier spielen kann. Und deswegen würde ich das halt jetzt endlich mal wieder spielen. Wollte ich ja sowieso schon länger wieder spielen. Ja, die Woche hatte ich keine Zeit, weil mein Pflegepony Toni ist krank. Aber jetzt habe ich gedacht, kann ich ja Wochenende durchspielen, ne? ja. Und dann habe ich gedacht, nehme ich das einfach gleich mal auf. Irgendwie macht mir das dann noch ein bisschen mehr Spaß und vielleicht guckt der eine oder andere das ja. Also von daher. Denk mal, wir fangen an. Also, es gab ein Update, aber. Ja, das wurde immer noch nicht behoben mit dem, mit der Trense. Also, keine Ahnung, ob da noch irgendwas kommt. Also finde ich ein bisschen doof, ne? Die sollten die Grafik mal ein bisschen, ja, daran feilen. Okay, ich muss jetzt erstmal überlegen, wie das, mit dem, der Steuerung ging. Also Plus war schneller. Ich glaube, man sieht den Pfeil nicht. Den hatte ich noch ausgestellt von einem anderen Spiel. Aber es ist eigentlich nicht so schlimm, denke ich. Ja, ist ja schön. Okay. Also, wir reden erstmal mit der. Wie ging das nochmal? Da. Auf der Sprechblase. Kaylee, du machst schnell Fortschritte im Training. Ich bin stolz auf dich. Schau mal, Tomin ist zurück. Willkommen, Tomin. Hallo. Das Volk ist erfreut, dich in Atria zu begrüßen. Jetzt übernehme ich dein Training und bereite dich darauf vor, auf die Ahnen zu treffen. Ich wünsche euch beiden viel Glück. Mögen die tausendjährigen Pferde auf eurer Reise mit euch sein. Okay, wir sollen Tomin folgen. Warte, nicht so schnell. Ich muss erstmal wieder reinkommen hier. Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig. Warte, ich bin nicht so schnell wie du, komischerweise. Es scheint sehr stolz auf dich zu sein. Das bin ich auch. Du reitest sehr gut und gehst gut mit Pferden um oder so. Ach ja, falls ihr euch wundert, warum das jetzt größer ist, ich habe. Also, ich hoffe zumindest, dass man das sie überhaupt sieht. Was ist das? Huch. Ich habe jetzt erst blöderweise rausgefunden, dass man den Emulator auch größer machen kann. Ich bin so doof. Egal. Sollte jetzt jedenfalls besser zu erkennen sein. Tapferkeit, Siegel, Wasser. Flächen mit flachem Wasser überqueren. Folgen Sie der Trainerin. Der Trainerin? Tomin ist doch ein Junge. Damit ihr Pferd die Angst vor flachem Wasser. Ah, das ist sehr gut. Was? Du hast deinem Pferd noch nicht beigebracht, flaches Wasser zu überqueren? Ja, Entschuldigung, ich hatte noch keine Zeit dazu. Komm mit mir. Ich stelle dir eine Freundin vor, die dir helfen kann. Ach so, deswegen Trainerin. Warte mal. Ich wollte kurz mal gucken, was ist denn das hier? Kann man das auch irgendwie, ja, kann man drehen? Was ist das? Nehmen. Ah, cool, kann man nehmen. Küste, tägliche Sammlung. Ach du Schande. Schließen wir das mal. Warte, Mist, wo ist denn der jetzt hin? Tomin? Ach da, ich dachte schon, der ist jetzt weg. Aber der wartet freundlicherweise auf mich. Das ist sehr nett. Ist das hier nicht so ein Booster oder so? Ach ne, da muss man glaube ich rüberspringen. Oh, ich habe das ewig nicht mehr gespielt. Warte mal, ich will das gerne aufsammeln. Nee. Ach. Okay, wo bist du jetzt schon wieder? Da. Ich komme ja schon, ich komme. Okay, hier längs. Ich würde ja ganz gerne meine Klamotten wechseln. Aber boah, ich weiß gar nicht, wie teuer das war. Was ist denn das da oben in der Luft? Das
Sieht aus wie ein Vogel, der stehen geblieben. Oh. Mensch, das nervt jetzt aber. Warte mal. Ich verschieb mal eben ein bisschen. Hallo? Hallo? Ach so, ich vergesse immer, dass man da draufklicken muss. Das ist eine Trainerin, die deinem Pferd beibringen kann, wie es seine Angst vor flachem Wasser überwindet. Ich kann Ihnen mit Ihrem ersten Tapferkeitssiegel helfen. Bitte akzeptieren Sie diese 100 EQs. Sie müssen sich nicht bedanken. Hä, redet er jetzt mit mir oder was? Warum sieht er mich auf einmal? Verstehe ich nicht. Vergiss die Aufgaben nicht, eine der besten Methoden, EQs zu gewinnen. Ey, das sieht man immer noch. Du kannst auch Edelsteine gegen EQs tauschen. Ja, will ich aber nicht. Warte. So, warten Sie. So, hallo. Bewohner von Etria. Ne, das ist ja super, die hat nicht mal einen Namen. Hallo, ich kann deinem Pferd helfen, die Angst vor... Ja, Entschuldigung. ich kann deinem Pferd helfen, die Angst vor Wasser zu überwinden und Flachwassergebiete zu überqueren. Das ist nett von dir. Kann ich hier nicht irgendwie mal... Ich kann hier nicht ausschalten, dass ich immer Informationen kriege. Das ist sehr nervig, tut mir leid. Ja, dann helf mir doch mal. Tapferkeit, Siegelwasser, Flachen, von, ja, das, ach so, das kostet 500? Oder kriege ich 5? Nee, jetzt bin ich ganz verwirrt. Folge mir, wir sollten. Mann, warum verschwindet das? Wer kann denn so schnell lesen? Schönes Pferd übrigens. Ich komme ja schon. Oh, die ist ein bisschen langsamer. Ein leichter Trab. Yeah. Gut, dein Pferd sieht zuversichtlich aus. Jetzt reiten wir durch. Nein. Toll, los geht's. Jetzt können wir es im Galopp probieren. Was? Nicht so schnell. Ja, wo ist denn die jetzt? Das gibt's doch nicht. Nein. Oh. Ja, wie gesagt, Steuerung gewöhnungsbedürftig. Warte, ich sammle das mal eben ein. Wo sind die jetzt? Ach, da. Meine Güte. Ich komme ja schon. Wie cool. Der Fische. Im Flachwasser sind Fische, ne? Okay. Sehr witzig. Die schwimmt durch das Pferd durch. Ist voll süß. Ja, okay. Weiter geht's. anhalten. Reden. Super, dein Pferd lernt schnell, was ist denn halt los? Jetzt kannst du mit diesem Pferd alle Flachwassergebiete überqueren. Super. Toll, jedes Pferd kann lernen, seine Ängste zu überwinden. In Etria haben wir für jede Angst eines Pferdes den passenden Trainer. Sehr cool. Tippen, öffnen. Das ist dein erstes Tapferkeitssiegel. Es gibt viele davon in der Welt. Du hast deinen ersten Tapferkeitssiegelplatz besetzt. Die Zahl der Tapferkeitssiegel, die ein Pferd erreichen kann, hängt von seinem Rang ab. Okay, welchen? Ja, den Fanner hatten wir, ne? Ja, das war die Firefly. Ich würde mal sagen, trainieren wir erstmal den Fanner, wa? Dann können wir mit dem schon mal überall hin und so. Ist, glaube ich, besser. Okay, nochmal dahin. Soll ich jetzt Tomin feuern?